Hallo Freunde der Einhandmesser, ich stelle euch heute mal ein neues Messer vor, wie schon gesagt. So, diese Tasche ist zwar von Böker Plus, aber in dieser Tasche befindet sich etwas viel Besseres. Ich war nämlich vor kurzem mal wieder in der Stadt, bin ein bisschen unterwegs gewesen, mit meinen Eltern auch. Und da waren wir an einem Army-Shop vorbeigekommen und da dachte ich, ich gucke mal direkt rein, meine Eltern kommen natürlich mit rein. Ich habe dann dieses Messer gefunden, das ich euch jetzt zeigen werde. So, und das ist dieses hier. Das hier ist ein, also das ist das Elite Force Einhand-Klappmesser. So heißt es zumindest. Den Link habe ich euch natürlich rausgesucht und in die Beschreibung getan. Ja, und ich muss sagen, es ist sehr schön. Es ist super poliert. Wir haben Aufdruck auf der Klinge. Ja. Natürlich stellt es mal wieder nicht scharf. Warte mal. So, ich hoffe, das klappt mehr oder weniger. Jetzt habe ich hier. Ja, das Elite Force Messer hier. Material der Klinge ist im 44er C-Stahl. Also jetzt nicht unbedingt der beste, aber immerhin rostfrei. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Ja, also es ist bei mir immer sehr oft im Einsatz. Ja, wir haben eine Schlitzschraube, wahrscheinlich eine Torx-Schraube, die umfunktioniert wurde. Ja, dann haben wir hier schöne schwarze Handles. Sieht ein bisschen aus wie G10. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das da was ist, weil es konnte mir die Verkäuferin auch nicht sagen und bei Amazon steht das jetzt auch nicht drin. Wir haben eine Verschraubung. Hier, damit das Ganze besser zusammengehalten wird. Hier zwei kleine Torx-Schrauben und diese große Schraube aus. Und das war es eigentlich auch schon, was hier an Schrauben vorhanden ist. Dann haben wir hier noch einen Pocket Clip, der ziemlich massiv ist. Ja, also ich glaube, man würde sich da halt die Hosentasche einreißen, wenn man das dran machen würde. Der Clip wird mit drei Schrauben befestigt, auch wieder Torx-Schrauben. So. Ja, es lässt sich auch sehr entspannt flippen. Gucken wir mal kurz, was die Maße sind. Wir haben einen ungefähr knappe 9,1 cm lange Klinge. Ja, die Griffe sind ungefähr, also im geschlossenen Zustand dann auch, ja, 11,7 cm, also ja, 11,7,8 cm lang. Und im offenen Zustand, warte, da glaube ich, brauche ich mal ein längeres Lineal. Genau. Haben wir, ja, na, 20,8,9 cm. Also halt ein sehr großes Teil. Ja. Gucken wir mal ganz kurz, wie es schneidet. Habe ich mir mal kurz was zurechtgeholt. Ja, das ist nicht so gut. Also das Papier. Ich suche mal schnell nach anderem. So, haben wir jetzt hoffentlich ein gutes Blatt gefunden. Und schauen wir mal kurz dran. Ja, das schneidet gut. Ja. Mit dem Messer lässt sich gut arbeiten. Ja, man sieht das hoffentlich alles. Ich stehe jetzt nämlich nicht hinter der Kamera. Da kann ich jetzt nicht sehen, ob das auch auf der Kamera ist, aber ich denke mal, ja, das schneidet echt gut. Es macht auch schon sehr viel Spaß, damit zu schneiden jetzt. Und da wird es dunkel draußen. Ja, egal. So, könnte man sonst noch was dazu sagen? Ja, kann man. Es hat eine Tanto-Klinge, die einen sehr komischen Schliff hier an der Seite hat. Ja. Na, also für mich sieht es jetzt ein bisschen komisch aus. Aber naja, kann man jetzt nichts ändern. Es ist trotzdem ein sehr schönes Messer. Mit einer sehr massiven Klinge. Ich glaube mal jetzt 3-4 cm. Und wir haben eine Klingendicke von, ja, 3-4 cm. Also halt sie sehr massives Teil. Dann haben wir hier halt auch wieder einen Liner Lock, der eine Rifflung hat.
So. Was ich auch sehr schön an solchen etwas teureren Messern finde, ist, dass der Clip halt immer unten dort, also hier unten dran befestigt wurde. Also nicht hier oben, wo die Klinge, wo die Schrauben halt sind von der, für die Klinge, also die Schraube, die eine für die Klinge ist, sondern halt unten an der anderen Seite. Wir haben ja auch ein Lanyard, fällt mir gerade auf. Ja. Der Clip ist hier schön, kann man sich das dann so in die Tasche stecken und das dann auch so rausholen und dann so öffnen. Ja. Also besser als wenn man das dann, ja, so rausziehen müsste, müsste man es erstmal nochmal drehen. Und dann kann man es aufmachen. Ja. Und wie ist die Klingenzentrierung? Gucken wir auch mal kurz. Perfekt zentriert. Das finde ich persönlich besonders schön halt, wenn man so, wenn man sich so ein Messer holt, das dann halt auch zentriert ist und dass die Schraube halt auch nicht zu fest ist, sodass nur zentriert wird und dann kann man es gar nicht flippen, sondern dass es halt auch wirklich perfekt gemacht wurde. Ein sehr schönes Teil, hier gibt es keine überstehenden Kanten. Das wurde alles runtergeschliffen. Und wenn man es aufmacht, dann ist das so fast genauso. Also es steht ein bisschen über. Ist aber nicht weiter schlimm. Das ist, ich meine, ja. Was macht man denn sonst? Naja. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es ist jetzt halt nichts Dramatisches. Aber ich finde es halt richtig schön, dass halt so angepasst wurde und dass nichts übersteht. Was halt hier. Naja. Das war's dann eigentlich auch schon wieder mit diesem Video. Link zu diesem Messer und vielleicht auch zur Tasche. Wenn ihr Link zu diesem Messer ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.